Hallo. Hallo, hi. Na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig und vielen, vielen herzlichen Dank für diese freundliche und schmeichelhafte und großartige Anmoderation. Ich bin ganz selbstberauscht. Anytime, ja, Selbstberauschtheit ist gut, oder? Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Super. Also ich habe es ja schon so ein bisschen anmoderiert, dass ich gern mit dir sprechen will über die ganz aktuelle Situation, aber auch über deinen Beruf an sich, wie du den siehst und wie du den ausübst. Und du bist eine der wenigen Vertreterinnen dieses Berufsstandes, Kellnerin bzw. Kellner in Deutschland, die mir so spontan einfallen, wenn ich über das Thema nachdenke. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du heute mit mir den Talk machen würdest. Und genau, jetzt würde ich erstmal gern von dir wissen, Ilona, wie du die Situation im Moment erlebst. Ihr habt wieder offen seit wann? Dem 16. Mai. Okay, also noch nicht wirklich lang. Wie hat sich denn dein Aufgabenbereich oder deine konkrete Arbeit verändert seit Corona? Also die Regeln, die seitens des Senats respektive der Bundesregierung eingesetzt und befolgt werden müssen, müssen von uns kommuniziert und umgesetzt werden. Das ist ein ganz, ganz konkreter Einschnitt in unseren Beruf. Selbstverständlich. Das Tragen von Masken, der Verlust von Mimik dadurch, die Kommunikation von Regeln, das Durchsetzen und Gewährleisten dieser Regeln zur Sicherheit aller, auch vielleicht entgegen des Lustprinzips, das gehört auf einmal zu unserem Aufgabenbereich. Und das erlebe ich, glaube ich, als den größten Kontrast zu einem routinierten Arbeiten vorher. Denn wenn man als Kellner im Gastraum unterwegs ist, ist man ja gemeinhin eigentlich eher die Person, die ja der Vernunft, ich will nicht sagen widerspricht, aber die dem Gast doch zumindest Hilfestellung dabei gibt, sie vielleicht auch mal über Bord zu werfen und die guten Vorsätze fallen zu lassen und doch ein Glas mehr zu trinken und doch eine halbe Stunde später nach Hause zu gehen. Und damit meine ich überhaupt gar nicht, also es geht nicht darum, jemanden dazu zu überreden, etwas zu tun, was ihm nicht gut tut, sondern es geht so ein bisschen darum, das Lustprinzip Regentschaft übernehmen zu lassen. So, ne? Und manchmal dann eben auch nicht unbedingt, indem man das Wort ergreift für die Gesundheit oder Fitness der Person, die da sitzt, denn wir geben ihr ja in vielen Fällen vielleicht auch so ein bisschen den Kopfschmerz für den nächsten Morgen mit. Und indem wir ermöglichen, dass der Abend ein berauschter wird und ein berauschender und vielleicht auch ein denkwürdiger, selbst wenn man sich dann ans Dessert manchmal nicht erinnern kann. Nichtsdestoweniger, jetzt sind wir gerade diejenigen, die zur Erhaltung der Gesundheit Regeln befolgen und implementieren müssen und die kommunizieren. Und diese Situation, wenn man einen Gast an der Tür begrüßt, normalerweise freudestrahlend, ihm erstmal das Gefühl vermittelt, du bist hier übrigens höchst willkommen und schön, dass du da bist und wir haben uns auf dich gefreut, wird eben gerade ganz gerne begleitet von und jetzt trag bitte deine Maske. Also du begrüßt jemanden und gleichzeitig gibst du ihm erstmal so eine Handlungsanweisung mit auf den Weg und maßregelst ihn gleich mal so ein bisschen. Und das ist definitiv was, womit ich immer noch so ein bisschen kämpfe. Wie bringt man da eine Eleganz rein? Wie lässt man diesen Moment nicht zu einer Herabwürdigung werden für den Gast, dem man ja gerade die Regeln quasi erklärt, indem er sie aber schon verletzt hat, ne? Und vielleicht. Und das ist ein blöder Moment. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich da mit der Grazilität einer Elfe durchkomme. Ja. Sind die Gäste denn
gerade sehr, sehr unentspannt? Haben die Angst? Und gibt es da eine Möglichkeit, denen diese Angst oder diese Scheu zu nehmen und trotzdem eben in diesem Rahmen, den du gerade erklärt hast, den man da stecken muss, in dem Rahmen zu bleiben? Das ist ganz, ganz unterschiedlich, mit welchem Mindset jemand zu uns kommt, wie er das in den letzten 2,5 Monaten für sich selbst kultiviert hat und was er glaubt oder welcher Theorie er anhängt oder wie entspannt oder unentspannt jemand ist, der über unsere Schwelle schreitet, ist was. Und da finde ich auch tatsächlich, dass eine der Kernkompetenzen eines guten Kellners gleich zum Tragen kommt. Es ist was, was man innerhalb der ersten Kennenlernminuten ausloten muss, ne? Wie verängstigt vielleicht sogar jemand ist. Und dass man ihm in dem Moment vielleicht auch erstmal Seriosität demonstrieren muss. Hey, guck mal, das sind unsere Maßnahmen. Wir sind uns des Problems bewusst. Wir nehmen es ernst. Das und das und das tun wir. Wir halten die Abstände ein, wenn Service auf der Terrasse möglich ist, weil es eben nicht in Strömen schüttet oder eben nur 13 Grad hat, machen wir natürlich das. Und das ist was, was manche Gäste ganz, ganz stark brauchen, dieses Gefühl, beruhigt zu werden, weil es ja auch die ersten zaghaften Schritte vielleicht wieder zurück in eine Normalität sind. Weil man sich darin auch ausprobieren muss. Das gibt aber auch ganz andere Leute, die so froh darüber sind, endlich wieder den Genüssen frönen zu dürfen, nicht mehr eingesperrt zu sein in ihren eigenen vier Wänden. Eine quasi Normalität wieder zu erleben, eine Selbstgenuss erfahren, sich zu versenken in tiefe Teller. Da muss man was ganz, ganz anderes machen, ne? Darauf muss man sich einstellen mit den paar Informationen, die man eben am Anfang bekommt von dem geneigten Genießer, der da so vor einem sitzt. Und was macht man mit Leuten, die sich dann eben sehr in den Genuss versenken und wo du merkst, okay, das geht jetzt schon so in die Richtung wie früher, das könnte länger werden, da läuft es gerade ganz, ganz gut. Wie steuert man das? Die müssen ja dann um, jetzt glaube ich, um 23 Uhr. Ja, genau, seit. Da ist ja Schicht. Ja. Ne? Wie steuerst du das? Ja, das ist tatsächlich was sehr, sehr Ungewöhnliches, ne? Dass man auf einmal die Person ist, die Sitzfleisch schnell in Bewegung versetzen muss. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Also die Schließzeiten. Ich habe mich auch sehr aufgeregt über die eskalativen Bilder, die da relativ kurz, nachdem wir wieder öffnen durften, durch die Medien gingen. Das macht man mit Vorbereiten und sanftem Stupsen. Also ich mache es tatsächlich einfach so, dass ich rechtzeitig, so dass es nichts Abruptes hat, die Sperrstunde ankündige, ne? Und dann hebt man so ein Dessert aus, ja, inzwischen 22:20 Uhr, 22:30 Uhr und sagt so, Leute, nur dass ihr es wisst, um 23 Uhr seid nicht nur ihr dicht, sondern auch die Schotten hier. Und das tut mir sehr, sehr leid, aber das sind jetzt gerade die Regeln. Trinkt mal lieber jetzt noch einen Schnaps, denn später darf ich euch keinen mehr verkaufen. So. Das ist ja alles auch transparent kommuniziert worden. Die Regeln sind ja keine verborgenen. Die Leute haben ganz, ganz häufig schon ein Gewahrsein, zumindest für die Sperrstunde und die Maskenpflicht und auch die Mindestabstandswahrung. Ja, und dann muss man sie eben einfach daran erinnern. Und hier und da, das kommt aber ganz, ganz selten vor. Ich muss echt sagen, ich habe sehr, sehr viel Respekt gegenüber dem Einhalten des Regelwerks erfahren. Die Leute nehmen es tendenziell wirklich ziemlich ernst und haben viel Verständnis auch dafür, dass wir dann diejenigen sind, die das durchsetzen müssen. Ich habe ganz, ganz wenig so Rock'n'Roll-Attitüde erlebt, wo jetzt jemand zu mir gesagt hat, ach komm, ey, scheiß doch auf die Regeln. So, wir machen uns hier einen guten Abend. Ja.
Okay, also die Leute sind verständlich. Das ist auch natürlich ein Thema, das ich mit dir, das ich ganz wichtig finde, eigentlich so der Kern dieses ganzen Themas, ist der Status und also einerseits die Fähigkeiten und die Bedeutung, die Wichtigkeit des Kellners oder der Kellnerin für ein Restaurant und auf der anderen Seite die Anerkennung. Man nimmt das so relativ selbstverständlich, dass die da sind und dass die den Laden schmeißen. Aber öffentlich sind sie einfach so da. Ich habe das vergleiche das mit anderen Dienstleistungs-, Service- oder anderen systemrelevanten Berufen. Wahnsinnig wichtig, ohne euch läuft nichts, aber ihr bekommt auch keine Props dafür oder nicht besonders viele. Hast du das Gefühl gehabt, dass jetzt in dieser Zeit nach Corona, wo ihr ja nochmal ganz anders agieren müsst, dass eure Fähigkeiten oder eure Wichtigkeit auch, dass die jetzt steigt? Oder Ich dass glaube, ihr selbst merkt, wie wichtig ihr seid oder noch mehr als vorher? also generell denke ich, das Wertschätzungsproblem ist natürlich eins, was in letzter Zeit auch mehrfach kommuniziert wird. Ich habe das Gefühl, das gerät eher so in den Fokus, was aber eher was mit dem Nachwuchsproblem zu tun hat. Und ich glaube, das Nachwuchsproblem ist eins, das die Wertschätzung zwangsläufig steigen lassen wird. Wertschätzung seitens der Gäste erfahre ich ganz, 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 ganz viel. Wertschätzung seitens der Köche erfahre ich in meinem Laden auch sehr, 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 sehr viel, weil mein Partner Max Strohe immer schon jemand war, der erkannt hat, wie relevant es ist, was mit dem Teller passiert, wenn der seine Hände verlassen hat und in die des Kellners wandert. Also insofern kann ich mich persönlich da nicht beklagen. Glaube aber, dass Wertschätzung seitens der Köche was ist, was ja auch mehr und mehr kommen wird, je weniger gute Leute es gibt. Und das halte ich für eine, also die Verknappung des Personals an dieser Stelle halte ich für eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich glaube, dass die das langfristig lösen kann. Dass da ein Imagewechsel stattfinden muss, dass das mit einem anderen Sozialprestige in der Öffentlichkeit verbunden sein muss, das glaube ich auch. Dass das noch nicht so ist, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass unser Beruf so schwer skalierbar ist. Also es ist so wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu transportieren, was wir da tun. Das ist so eine 1-zu-1-Sache. Das ist einfach nur direkt erfahrbar und damit eben auch für einen weitaus kleineren Personenkreis, als wenn ich jetzt Max bei einer öffentlichen Veranstaltung 500 Teller rausjubeln lasse. Oder es ist auch schwer, das Kellnern zu fotografieren, zu einem Bild zu machen, das viele Leute teilen möchten. Ne? Das ist, ja, das ist schwer skalierbar. Zum zweiten Teil deiner Frage bezüglich des Potenzials der Erhöhung der Wertschätzung durch Corona, weiß ich nicht genau. Also was ich sehe, ist, dass die Fähigkeiten eines guten Kellners jetzt noch so ein bisschen geschärft vorhanden sein müssen. Weil also jetzt geht es teilweise darum, den Leuten nicht nur anfängliche Schwellenängste zu nehmen, sondern tatsächlich die Angst um ihre Verzeihung, um ihre Gesundheit so ein bisschen zu mildern. Das ist eine viel, viel ernstere Angst. Und dieses sehr, sehr schnelle Abtasten der ja, Grundbefindlichkeit. Die guten Leute machen das schnell seit jeher und jetzt hat es einfach noch mal eine höhere Brisanz, würde ich sagen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass durch diese Zäsur der Kellnerberuf eine 180-Grad-Wandlung erfährt. Das ist, glaube ich, ein langer Weg. Ich glaube auch, das ist ein langer Weg. Was müsste man denn
Was müsste man denn tun, um diesen Weg, der sicher lang ist, überhaupt befahrbar zu machen? Also im Moment habe ich das Gefühl, er ist noch relativ, also sagst das mit dem Nachwuchs, ja, das ist sicher ein Hebel, der gut funktioniert, weil irgendwie muss er funktionieren, sonst können die Restaurants ja zumachen ohne Personal oder sie werden einfach schlechter dadurch. Mhm. Was muss denn passieren? Also einerseits so ganz allgemein und kann die Gastronomie oder was kann die Gastronomie dafür tun, dass dieser Beruf wieder attraktiver wird? Also die offensichtlichsten Aspekte sind sicherlich auch eine Widerspiegelung der Leistung, die man bringt im Gehalt. Ne? Ja. Das ist ein Problem, das in der Gastronomie viel diskutiert wurde, wo auch immer wieder das Argument kommt, Mensch, aber in Deutschland darf Genuss nicht so viel kosten, wie er eigentlich kosten müsste, damit sich tatsächlich genau das im Preis widerspiegelt, was da drin steckt an Ware, Transport, an Fixkosten und aber eben auch tatsächlich an Personalkosten. In das Thema will ich jetzt gar nicht so tief rein, denn ich glaube, das ist das Wohlerörtertste, was das angeht. Und ich glaube aber auch, dass, also sieht man auch, die Löhne steigen sukzessive. Auch da, der Personalmangel führt auch dazu, dass die Löhne steigen. Ne? Das, so ein Arbeitsplatz muss attraktiv sein. Das halte ich für eine richtige Dynamik. Und es darf bei den Gästen ruhig auch ankommen, was das wirklich kostet. Und kosten muss. Langfristig. Das ist ein Teil. Den anderen hatten wir gerade schon ganz kurz angerissen. Ich höre immer noch viele, viele doofe Geschichten von Kollegen, die ich sehr schätze, Kolleginnen und Kollegen, dass es einfach immer noch manchmal so einen tiefen Graben gibt zwischen der Küche und dem Service, dass so zwei Brigaden sich gegeneinander stellen, dass so ein Stressabfluss auf der einen Seite stattfindet und die Ableitung über einen Kellner geschieht oder auch Sexismus, der da teilweise auch immer noch grassiert. Ne? Also wirklich auch Geschichten, die mir manchmal zugetragen werden, angesichts derer ich mich wundere, dass die zur heutigen Zeit stattfinden. Da muss es auf jeden Fall langfristig ein Umdenken geben. Und weil das ist was ein sehr, sehr schönen Beruf, der es nun mal ist. Also es ist ein wunderschöner Beruf. Und ich will viel mehr darüber reden, was dieser Beruf an positiven Seiten, an Freude in der Ausübung mitbringt, als dass ich darüber reden möchte, was diesen Beruf manchmal tatsächlich einfach sehr, sehr erschwert. Und was ihn aber erschwert, muss man erstmal aus dem Weg räumen, damit man über die schönen Seiten sprechen kann. Denn wenn da noch eklatante Mängel herrschen, ja, dann nützt eben auch nichts, über direkte Feedbackketten und Genussbotschaften zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich definitiv die Waage halten. Jemand, der Spaß hat an seinem Beruf und seinen Beruf ganz toll findet und auch gerne darüber erzählt, vielleicht auch dem Nachwuchs oder potenziellen Nachwuchs gerne darüber erzählt, also vielleicht ein Vorbild ist, jeder eigentlich, der seinen Beruf liebt und gerne macht, möchte dafür auch gut bezahlt werden oder angemessen bezahlt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sonst nützt irgendwie alles Reden nichts. Gut verdienen, angemessen verdienen, das ist eben Wertschätzung. Mhm. Darüber braucht man eigentlich überhaupt nicht zu reden. Ja. Aber erzähl doch trotzdem mal, was für dich das Schöne ist an diesem Beruf. Ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich daran wirklich, wirklich mag. Der Beruf hat eine unglaubliche Lebendigkeit und eine Vielseitigkeit, weil, also auf der einen Seite hat er auch eine tröstliche Routine, insofern, als dass das, was man präsentiert, das, was man an den Gast bringt, was man kennt, ne, im Idealfall. Was man probiert hat, was Teil einer Menüstruktur ist, die man kennt, was auch nicht jeden Tag sich ändert, zumindest in Konzepten wie dem unsrigen.
Und also auch bestimmte Abläufe wiederholen sich, Teamstrukturen geben einem Sicherheit. Also es gibt auch so ein schönes Netz, in das man sicher zurückfallen kann. Es ist eben nicht das totale Chaos. Aber was sich jeden Tag vollkommen ändert, ist die Zusammensetzung des Gastraumes. Und das fordert einem unglaublich viel Aufmerksamkeit ab. Ne? So neu abtasten, jeden Tag eine neue Chance, mit Menschen in eine Verbindung zu treten. Und denen gestaltet man einen Abend bestmöglich. Vielleicht ist man die Person, die eine Feierlichkeit ausrichtet, die den Abend so in die Hände gelegt bekommt, und weiß, das ist was Besonderes heute. Ne? Das wird so eine Zäsur. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diesen Menschen, die mir diesen Abend und diesen Anlass anvertraut haben, denen so zu vergolden und erinnernswert zu machen. Und das ist was, was ich wunderschön finde und was mich auch immer wieder total berührt, ne? Wenn jemand irgendwie seinen 25. Hochzeitstag in meiner Bude feiert. Da freue ich mich schon, wenn ich das vorlese beim Briefing, ne? Wie viel Vorvertrauen und Vorfreude so auf beiden Seiten dann damit vermittelt wird. Und ich mag, dass man die Möglichkeit hat, sich mit der Beziehung von Sprache und Essen zu beschäftigen. Da ist ganz viel Erwartungsmanagement drin. Ne? Dieses berühmte Beispiel aus dem Fat Duck. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesem Lachseis. Nee. Die machen immer wieder Trials und lassen die Stammgäste verkosten. Innerhalb des Menüs oder am Schluss, einfach um zu sehen, wie ist denn die Resonanz, ne? So nachdem das durchs Team gegangen ist und da alles abgefragt wurde an Meinungen. Und da gab es ein Eis aus Lachs auf einem weißen Teller und dazu gab es noch irgendwas Weißes. Die gesamte Brigade war von diesem Gang total beeindruckt. Und dann ging er raus in den Gastraum und die Gäste waren einfach komplett ohne Kontextinformationen auf diesen Gang getroffen und hielten den einfach der Optik nach für ein Dessert und waren falsch voreingestellt. Das ist eine Erwartungshaltung, mit der du da rangehst. Und haben alle angeekelt, also oder irritiert, mindestens irritiert, in vielen Fällen aber eben auch angeekelt, darauf reagiert. Gäste aus dem asiatischen Raum nicht. Aber Europäer und Amerikaner sehr. Und dann haben sie so ein paar Experimente gemacht. Das erste ist ganz banal, du lässt den Kellner einfach diese Erwartung managen und gehst transparenter ran und sagst, hey, das ist übrigens ein Lachseis. Völlig andere Reaktion. Auf einmal wird der Gang natürlich mit einem Kontext. Mit dem Kontextwissen, als das beurteilt, was er ist. Ein anderes Experiment, was auch funktioniert hat, war den Gang komplett zu verrätseln. Also dem den Namen, das ist Gang 1879X, ja, Quadrat zu geben. Und dann gingen die Leute mit einer anderen Neugier daran und auch mit einem Forscherinteresse, aber eben auch mit einer gewissen Skepsis. Ah, warum nennen die den Gang so? Irgendwas ist mir hier nicht geheuer. Ich probiere das jetzt mal. Die Fallhöhe war eben einfach nicht so groß, ne? Weil ja vorher schon so ein bisschen eine Skepsis da war seitens ja, des Gastes. Und diese Art von Erwartungsmanagement, ne? Was sind vielleicht auch so ein bisschen die Tücken eines Tellers? Kann der vielleicht falsch verstanden werden? Gibt es da einen Weg durch? Also, und wie bereite ich diesen Weg vor, ohne dass ich zu sehr deklamiere? Was sind eigentlich die Dinge auf dem Teller, die es wirklich zu highlighten gilt? Und was sind redundante Informationen? Also was checken die Leute schon selbst, wenn sie den ersten Löffel im Mund haben? Und was sind coole Kontrasterfahrungen? Also was bereite ich vielleicht nicht vor? Oder ist es ein irritierendes Element auf dem Teller? Löse ich es auf oder sage ich, und dann gibt es da noch eine Überraschung drin, aber da reden wir lieber nachher drüber. So, also diese Dinge, man beschäftigt sich mit den Tellern in der Menüdramaturgie und versetzt sich dann auch so ein bisschen in seinen Gast rein. Wie geht's denn dem gerade, der den Teller noch nicht kennt, der noch nicht 4 Wochen Entwicklung mitbekommen hat? Und ja, und
ja ganz schön komplex. Also das ja, ist ja kann es sein. Eben anspruchsvoll. Fast wie ein Conferencier auf einer Bühne, der sich eine Dramaturgie überlegt oder auf ein Skript überlegt. Und auch mögliche Hallo? Reaktionen. Nein! Ja. Was denn? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Siehst du mich nicht mehr? Hm. Das ist ja komisch. Also ich sehe dich super. Hier, ich bin da. Das ist nicht die stabile Internetverbindung, von der wir gesprochen hatten. Nein. Also ich sehe dich nicht mehr. Nee. Wirklich? Sollen wir es nochmal neu versuchen? Ja, ich sehe dich jetzt auch nicht mehr so gut. Optimal. Was macht man in so einem Fall? Startet. Ah, ja. Jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt? Ja. Ah. Ja? Ja, wir versuchen es mal. Ja, okay. Ja, wunderbar. Super. Also Daumen drücken. Manchmal, manchmal ist es halt so. Das ist ja sehr anspruchsvoll, ne? Also enorm, was du dir da denkst. Du denkst ja sogar wahrscheinlich dann über die Reaktionen nach, die kommen könnten, wenn du das und das sagst. Mhm. Wie viel Zeit kostet dich sowas? Also erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt, also langsam ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ich nicht mehr ich sagen sollte, weil das tatsächlich was ist, was ich mit meinem Team zusammen mache. Also es ist definitiv ein Wir, was jetzt hier gesagt werden muss. Und ja. Die Leute, die bei uns arbeiten im Service, also die sind der Wahnsinn. Und die haben eine unglaubliche Freude daran, da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, analytisch klingt so kalt, aber wir unterhalten uns so wahnsinnig viel nach dem Service darüber, wie der Service war und warum der so war. Und wenn wir einen neuen Gang auf der Karte haben, dann tauschen wir uns aus. Hey, ich habe den so und so präsentiert. Das war waren meine Erfahrungen damit. Damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Hast du da einen guten Weg? Wie hast du es gemacht? Wie war deine Erfahrung? Und dann gibt es Situationen, wo jemand im Team eben einfach sagt, hey, weißt du was, ich habe so und so gesagt, aber das war, glaube ich, nicht richtig. Da gab es dann das und das Problem. Ich glaube, ich passt es so ein bisschen an. Und in diesem Feilen an der Präsentation im Team, da finde ich auch wahnsinnig viel Freude drin. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das lässt mich auch den Faden nicht verlieren. Ne? Das ist auch sowas im täglichen Stress. Und wie viel Zeit wir da drauf verwenden, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Wahrscheinlich relativ viel. Das sind auch so Gespräche, die oft während des Aufräumens abends dann noch stattfinden. Dann polierst du eben dein Besteck so weg und man tauscht sich aus und alle sind auf relativ engem Raum, die Gäste sind nicht mehr da und es passiert so nebenher, ist aber eine wahnsinnig wichtige Sache, die uns, glaube ich, alle besser macht. Und das ist so der eine Aspekt und das andere sind natürlich auch so Sachen wie Weinschulungen und so und man beschäftigt sich ja auch mit dem Wein und der Präsentation in der Sprache und. Also das sind wahnsinnig viele anspruchsvolle, abwechslungsreiche und komplexe Dinge möglich. Muss man nicht so machen, kann man aber machen, wenn man da Lust drauf hat. Und bei uns ist das irgendwann so geworden. Mhm. Und für mich ist es unglaublich reizvoll. Ja. Kann ich total verstehen. Ich war früher ein paar Mal in dem Restaurant, aus dem ihr beide kommt. Also Max und du habt euch da, glaube ich, kennengelernt. Ja. Und das war so ein Neighborhood-Restaurant. Frau Mittenmang in, mhm. in Nord-Prenzlauer Berg. Und wir sind da auch hingegangen, weil wir da halt gewohnt haben. Und da war so eine ganz besondere Atmosphäre in diesem Laden. Mhm. Wie das sonst in dieser Gegend und auch in so einem normalen Restaurant eigentlich nicht zu finden war. Ganz, mhm. ganz seltsam. Und es wirkte so, als wären alle irgendwie befreundet. Der Laden läuft aber trotzdem professionell. Mhm. Es war so eine ganz eigenartige Mischung aus einer Professionalität, nicht totale Improvisation, absolut kein Chaos. Aber trotzdem so ein bisschen so ein Rock'n'Roll,
so eine Rock'n'Roll-Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Fast wie, als wärt ihr eine Band gewesen in dem Laden. Ah, jetzt ist die Verbindung wieder total schlecht. Schade. Tja, was machen wir jetzt, Ilona? Ja, jetzt? Es tut mir leid, ich weiß nicht, was es ist. Die Verbindung war eigentlich total stabil. Kein Problem. Okay, Professionalität, Wärme, Freundlichkeit, das habe ich mitbekommen. Genau, und gleichzeitig die Kombination aus einer Professionalität, Wärme und Freundlichkeit und so einer Atmosphäre, die niemals aufgesetzt wird. Manchmal hast du jetzt den Eindruck, du gehst im Restaurant und du wirst sehr professionell bedient und es klappt alles super. Es fehlt diese Leichtigkeit. Mhm. Und dann gibt es das Gegenbeispiel, da ist es eben, es gibt Läden, da ist diese Leichtigkeit da, aber sie ist nicht so richtig, sie wirkt nicht so echt. Wie kriegt man das hin? Also was ich definitiv im Mittenmann gelernt habe, und das halte ich für unglaublich wichtig, ist, man hat da wahnsinnig viel Freiheit und es wird einem nie gesagt, dass man sich anders verhalten soll, als man sich wohlfühlt. Und also selbstverständlich gibt es da auch Regeln und selbstverständlich geht man freundlich mit seinen Gästen um und wenn irgendjemand das nicht kann, dann ist er vielleicht in dem Beruf nicht richtig und dann wird ihm das auch gesagt. Aber man wird nicht in so ein Verhaltenskorsett gequetscht, wie das in manchen Läden der Fall ist. Ich verstehe auch, dass man vielleicht als Chef oder auch als Koch sehr, sehr viel kontrollieren will. Ne? Guck mal, das ist mein Gericht. Ich will das so und so verstanden wissen. Das sind für mich die zentralen Elemente. Sag das so und so an. Das kenne ich auch. Darin liegt eine Kontrolllust.